Rest noch dieses Spiels mit am Fernseher im Hotel verfolgt hat oder wo auch immer. Für mich war es schon hier ein nervenzerfetzender Einstand. Und wenn ich auf den Rest des Programms gucke, denke ich, würde es fast so weitergehen. Und ich habe den Eindruck, die Hockeyherren sind sowas wie unser Sorgenkind im Team. Aber da kommen wir gleich schon zum nächsten, nämlich zu den Volleyball-Damen. Gegen Russland zu verlieren ist eigentlich keine Schande, keineswegs. Aber wie? 0-3 und das in so kurzer Zeit, das war natürlich schon ein dicker Klops zum Anfang. Und so hieß es, in kürzester Zeit, ja, Seelenleben wieder sortieren, Nerven aufbessern und zueinander finden, denn alle Mannschaftsteile mussten sich, glaube ich, intern ganz schön viel Kritik gefallen lassen. Und es geht ja nun, das große Ziel zu erreichen, mindestens Platz 4 in dieser Gruppe zu belegen. Das ist noch zu machen. Vorausgesetzt natürlich, heute wird erst einmal Peru geschlagen. Darum hoffe ich, dass Ludwig Eberts ein leichtes Spiel zu kommentieren hat. Sommerspiele in Dreisat. Ja, willkommen, liebe Volleyball-Freunde. Sie sehen es eingeblendet. Just in diesen Sekunden hat die deutsche Mannschaft den ersten Satz für sich entscheiden können. Es war ein unglaublich hart umkämpfter, spannender Durchgang. Gott sei Dank mit dem besseren Ende für die deutsche Mannschaft. Wir sehen hier Gott sei Dank wenigstens noch den Satzball schön verwandelt von Grit Naumann gegen die Peruanerinnen, die sich tapfer gewehrt haben. Aber keine Frage, dieser Gegner aus Südamerika muss bezwungen werden daran. Kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Und die Deutschen haben es genau richtig gemacht. Sie haben sich nach ihrer, ja man kann schon sagen, blamablen Leistung gegen die starken Russinnen nicht etwa eingegraben. Ganz im Gegenteil. Sie sind rausgegangen, haben ein, zwei Tage sicherlich Fehlerstudien begangen, haben diskutiert mit ihrem Trainer, haben sich den nächsten Gegner angeguckt auf Video. Aber gestern Abend waren sie komplett im deutschen Haus, haben also Ablenkung gesucht, haben sich auf dieses Spiel mit Ablenkung vorbereitet. Sicherlich genau das Richtige. Hier in Essen also 1-0 führen die deutschen Damen. Und ich kann nur noch einmal sagen, die Leistung, die sie gegen Russland gebracht hatten im ersten Gruppenspiel, war indiskutabel und spiegelt nicht das wider, was die deutsche Mannschaft zu leisten in der Lage ist. Und hoffentlich heute hier im Colosseum der University of Georgia leisten wird. Es hat im ersten Satz einen Wechsel gegeben in der deutschen Mannschaft, sehr schmerzhaft für die davon betroffene Silvia Roll. Sie krümmte sich vor Schmerzen. Sie wissen es vielleicht, wenn Sie Volleyball interessiert sind. Sie hat Probleme mit ihrem linken Knie, eine alte Meniskusverletzung ist wieder aufgebrochen. Sie humpelte vom Feld. Sie stand also in der Stammsechs dort, wo sie auch hingehört, die 27-Jährige aus Schwerin. Sie humpelte vom Feld, wurde minutenlang vom Arzt behandelt, verbarg ihr Gesicht in einem Handtuch, weil sie bittere Tränen vergoss. Für sie kam Ute Stepin aufs Feld. Aber dann habe ich gegen Ende des ersten Satzes gesehen, wie Silvia Roll schon wieder versuchte, ihr Knie durchzudrücken. Aber ob sie noch einmal wiederkommen wird, das wage ich zu bezweifeln. Da sehen wir sie gerade hinten schon wieder mit leichten Sprungübungen. Silvia Roll mit der Nummer 5, davor Ines Pianka mit der 10, die Zuspielerin aus Schwerte. Links Grit Naumann, rechts Nancy Selis, eine verschworene Gemeinschaft, die sich geschworen hat. So schwach und so nervös und mit so viel Angst wie gegen Russland wollen wir nicht noch einmal spielen. Auftakt zum zweiten Satz. Wenn Sie treue Dreisat-Zuschauer sind, dann haben Sie hier das erste Spiel Russland gegen Kanada bereits gesehen. Ein klares 3-0 für die favorisierten Russen, die mit Kanada genauso wenig Probleme hatten wie mit der deutschen Auswahl. Aber auf dieses Spiel wollen wir uns konzentrieren. Denn sollten die deutschen Damen trotz des Gewinns des ersten Satzes hier verlieren gegen Peru, dann könnten sie schon fast nach Hause fahren. Das werden sie natürlich nicht machen, weil der Turniermodus schreibt vor, dass man seine Gruppenspiele alle bestreitet. Aber mit zwei Niederlagen hat man hier nichts mehr zu holen. Also, die Deutschen haben auch nach dem ersten Spiel jetzt auf andere Trikots vertraut. Sie spielen nicht mehr in weiß mit schwarzen Streifen. Sie haben das blaue Trikot gewählt. Vielleicht ein gutes Omen, um Peru in die Knie zu zwingen. Ja, was gibt es zu Peru zu sagen? Eine ganz junge Mannschaft, die jüngste überhaupt im ganzen Turnier und die kleinsten noch dazu. Es gibt ein paar sehr gute peruanische Spielerinnen,
die teilweise auch ihr Geld in Italien verdienen. Zum Beispiel Gabriela Perez del Solar, ein Volleyball-Denkmal geradezu, obwohl erst 28 Jahre. Sie spielt in Modena in Italien, aber sie ist nicht dabei. Der koreanische Trainer, der diese peruanische Damenmannschaft betreut, vertraut ausschließlich jungen Kräften. Er will aufbauen für die nächsten Jahre. So. Konzentration aufs Spiel. Die Deutschen in der Formation, in der Sigi Köhler eigentlich die Spiele alle angehen will. 2:0 Führung im zweiten Durchgang. Annahme durch Susi Lame und jetzt Nancy Selis kraftvoll auf der 4. Noch einmal Nancy Selis. Ja, die kleinen Peruanerinnen sind nicht schlecht in der Feldabwehr. Das haben sie im ersten Spiel auch schon angedeutet gegen Brasilien. Dort fingen sie sehr, sehr stark an und bauten noch stärker ab. Also was sie im zweiten und dritten Satz gegen die Brasilianer zu bieten hatten, war wirklich nicht viel. Deshalb müssten die Deutschen eigentlich dieses Spiel sicher nach Hause bringen. Feldabwehr. Ines Bianca, die mir noch am besten gefällt in der Feldabwehr. Sie ist ja eigentlich Zuspielerin, hat aber auch ihre Qualitäten vorne am Netz, im Block und vor allem in der Feldabwehr. Bianca auf Selis, auch diese Kombination von Erfolg gekrönt. Nancy Selis, die gebürtige Belgierin, seit einigen Jahren mit einem deutschen Papier ausgestattet. Ihre Eltern sind hier, ihr Bruder ist hier. Und es dürfte wohl auch kein Problem gewesen sein, sich noch Karten zu besorgen, denn die Hallen beim Volleyball, wie bei vielen anderen Sportarten auch, gelten zwar als ausverkauft, aber viele Tickets werden draußen vor der Tür noch angeboten und so mancher Sitz bleibt auch leer. Ball im Aus, Aufgabewechsel. Dort links im Bild haben wir ihn, den koreanischen Trainer der Mannschaft, Yong-Duk Park, geboren und aufgewachsen in Seoul, Familienvater. Und zum Thema Peru und Seoul werde ich Ihnen später im passenden Moment noch einiges erzählen. Sie tragen Ihre Rufnamen hinten auf dem Trikot. Das ist nicht immer unbedingt der komplette Name, aber Sie kennen das auch vom Fußball. Die südamerikanischen Sportler werden immer mit ihrem Spitznamen oder Rufnamen angesprochen und den tragen Sie halt auch auf dem Rücken spazieren. Das ist nicht der Familienname und auch nicht der Vorname. An einigen Beispielen gleich zu erläutern. Ja, das war Silvia Roll einbeinig abgesprungen. Da fehlt ihr sicherlich das Zutrauen, volles Risiko zu gehen. Sie spielt ständig mit der Angst, hält das Knie oder reißt der Meniskus vollends durch. Hier haben wir sie vorne mit der 5, Silvia Roll. Der dürfte im Aus sein. Das ist die auffälligste, mit Abstand beste Spielerin auf Seiten des Gegners. Mit der Nummer 7, Milagros Camere Puga, 23 Jahre. Sie ist Kapitän der Mannschaft und vor allem, sie ist Linkshänderin. Da haben wir sie. Über diese Nummer 7 läuft fast jeder Spielzug. Das ist sie hier, die gerade links aus dem Bild gegangen ist. Milagros Camere, eine Linkshänderin, die vor allem auch immer wieder aus dem Hinterfeld angreift. Das werden wir sicherlich noch ein paar Mal zu sehen bekommen. Silvia Roll im Block. Noch einmal Silvia Roll. Allein die Tatsache, wie häufig sie jetzt eingesetzt wird von ihren Mitspielerinnen, zeigt doch, dass sie sich offensichtlich von dem schmerzhaften Knie, der ja mit einer Auswechslung verbunden war, im ersten Satz wieder erholt hat. 4:2 Führung für Peru. Yolanda Delgado Prada war das vorhin bei der Aufgabe. Die einzige, die schon sehr lange im Team steht, nämlich seit 10 Jahren schon international dabei. Alle anderen sind 18, 19 Jahre, ein ganz junges Team. Und hier Silvia Roll, wir wissen schon, die mit dem kaputten Knie. Stark bandagiert, das linke Knie. No, I didn't get it. Okay.
Schöne Aktion von Christina Schulz, der gönne ich es besonders. Sie war ein Ausfall gegen Russland, wurde auch von Sigi Köhler nach dem ersten Satz schon gleich ausgewechselt. Er war sehr unzufrieden mit der Leistung der ehemaligen Schwerinerin, die ja in dieser Saison für Münster gespielt hat, die eigentlich unverzichtbar ist als Mittelblockerin. Nicht nur, weil sie besonders groß, sondern auch, weil sie erfahren ist und weil man mit ihr sehr gut kombinieren kann vorne am Netz. Ich hoffe und wünsche und drücke ihr die Daumen, dass sie heute gegen Peru in allen Sätzen eine tolle Leistung zeigt, die notwendig sein wird, um hier zu gewinnen. 5:4 Führung für die deutsche Mannschaft im zweiten Durchgang. Ich muss es nicht mehr sagen, Sie wissen es, wenn Sie schon ein Volleyballspiel hier bei Olympia verfolgt haben. Immer bei 5 und bei 10 gibt es eine Auszeit. Und jetzt sehen wir fast nur deutsche Männer. Das ist der Betreuerstab mit dem Arzt, dem Physiotherapeuten, dem Manager und natürlich Trainer Siegfried Köhler. Aber noch einmal dieser Ballwechsel. Ball im Aus. Das war die Aktion. Überkopf gestellt und schön gelaufen von Christina Schulz. Der 1,90 Meter langen Reisebüro-Kauffrau. Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Hinterfeldangriff von der Nummer 7 von Milagros Camere. Auf der anderen Seite haben alle deutschen Teammitglieder das erste Spiel der Peruanerinnen gegen Brasilien als Augenzeugen mitverfolgt hier im Omni Coliseum in Atlanta. Sie haben natürlich alle gesehen, wer dort gefährlich angreift, wer mit links oder aus dem Hinterfeld schlägt, wer welche Aufgaben serviert. Sie haben sich fleißig Notizen gemacht und dieses Studium müsste eigentlich gereicht haben, um den Gegner zu kennen und sich entsprechend auf ihn einzustellen. So wie hier der Doppelblock mit Nancy Seelis und Christina Schulz. Nancy Seelis kommt gut durch als Außenangreiferin. Keine Chance für den peruanischen Block, der zu klein geraten ist und der auch nicht richtig mitgezogen ist auf die Außenposition. Oha. Spielfeld 5 Meter zu kurz für diesen Schlag von Iris Falcón. Eine Spielerin, die aus einer sehr kinderreichen Familie stammt, 7 Geschwister, hat Iris Falcón. Kann eine eigene Volleyballmannschaft aufstellen. Klasse, Grit Naumann. Ja, das klappt doch jetzt immer besser. Also, ich muss schon sagen, mir ist nicht mehr Angst und Bange um die deutsche Mannschaft. Das war vor dem Spiel etwas anderes. Denn die Frage, ob sie ihre Nerven wirklich in den Griff bekommen, die hat mich doch beschäftigt. Ja, diese Kombination war wirklich leicht zu durchschauen. Dafür haben Grit Naumann, Nancy Seelis, Ines Bianca und wie sie alle heißen, zu viel Erfahrung, um sich durch so einen Läufertrick, eine Läuferkombination überlisten zu lassen. Ja, das ist natürlich nicht Ines Bianca, wie uns die Einblendung hier weismachen will. Das war die Nummer 10 von Peru. Lorraine Ballon, Bayon, sie war gerade eingewechselt worden. Ja, lachende Gesichter haben wir nicht gesehen gegen Russland, aber heute auch Susi Lame. Das ist die mit den strohblonden Haaren, die nach Brasilien wechseln wird, nach den Olympischen Spielen. Im November geht's los, ihre erste Saison. Sie hat einen Einjahresvertrag unterschrieben bei Leite Nestle, dem amtierenden brasilianischen Meister und Südamerikameister. Wird einen Haufen Geld verdienen da unten in Südamerika, aber es sei ihr gegönnt, sie ist der erste und einzige Volleyballprofi, der in Brasilien überhaupt spielen darf. Silvia Roll hoch hinaus.
auf Nancy Seelis und Ärmchen zu kurz bei Iris Falcon. Gut und gerne 9000 Besucher hier im Kolosseum der University of Georgia. Eine kleine Busreise mussten die deutschen Damen mitmachen. Vom Olympischen Dorf sind es gut und gerne 100 Kilometer. Sie werden nach dem Spiel wieder zurückfahren. Natürlich, geschlafen, gegessen wird im Olympischen Dorf und nicht in Athens. Tja, wird für die Peruaner gegeben, der Punkt 10-5. Da muss ein deutscher Finger am Ball gewesen sein. Das war von meiner Kommentatorposition aus nicht zu erkennen. Dafür gibt es zwei Schiedsrichter und die stehen näher dran. Nancy Seelis und Ines Pianka. Tolle Aufgabe von Ines Pianka. Wunderbar. Sie wirken doch etwas überfordert, die jungen Peruanerinnen. Und es ist ja ganz schön und gut, dass Herr Park, der koreanische Trainer, hier einen Neuaufbau riskieren will. Aber ob diese Damen das richtige Gardemaß haben, um international irgendwann mal mithalten zu können, vielleicht erinnern Sie sich noch an das fantastische Endspiel, an das Finale der Olympischen Spiele in Seoul, als Peru um die Goldmedaille kämpfte gegen Russland, damals als UdSSR formiert. Und die Peruanerinnen führten schon mit 2-0 Sätzen und 10-5 Punkten, hatten zwei Matchbälle und verloren nach hartem Kampf und über 3 Stunden Spielzeit gegen Russland mit 2-3. Aber das war eine Mannschaft. Baumlange Peruanerinnen standen jenseits des Netzes und sie haben gezaubert. Aber keine von damals, von 88, ist noch in dieser Mannschaft. Dafür sind 3 Spielerinnen aus unserem Kader und auch aus der Stammsechs, die Sie jetzt gerade sehen auf dem Feld, die waren auch in Seoul dabei, 1988, unter dem Trainer Siegfried Köhler, nämlich Susi Lahme, Ute Stepin und Britt Naumann. Damit 1996 mit 187,5 Kilogramm vor Naim Süleymanoglu und Xiao Jiangzhang. Noch das 3. Olympiagold überreicht vom IOC-Präsidenten Gedanin an Naim Süleymanoglu, der in der Türkei in jedem Restaurant ohne Bares speisen kann. So bekannt ist er, das Idol, sein 3. Gold bei diesen 26. Olympischen Spielen. Auch nicht schlecht. Also, das war Thema Gewichtheben. Jetzt nochmal zurück zum Basketball. Wir waren so immer in der Basketball gegen Australien. Es gab eine klare Linie, der doch die Basketball und die Rolle von unserem Kollegen Rüdiger Sling. 9,5 Minuten noch in der zweiten Halbzeit. Magdalena, bitte für IB. Mitch und Jugoslawien. Ich höre dich, wenn du mich auf der Kommentar. Ja, Silvia Roll, sie kann wieder schlagen. Das Knie scheint zu halten und sie hat ja einen unglaublichen Ehrgeiz, will unbedingt mitmachen. Sie hat mir vor ein paar Tagen gesagt, wenn es nicht klappt, wenn mein Knie nicht hält, fahre ich gleich nach Hause. Als Tourist möchte ich nicht hier sein. Und wieder steht der Doppelblock mit Susi Lahme und Grit Naumann. Klasse, ja, da können Sie sich freuen, wunderbar. Susi Lahme. Und das sind natürlich Fans aus Deutschland im Oberrang. Sie bejubeln den Satzgewinn der deutschen Damen. 15-11, der erste, 15-6, der zweite. Tja,
Kann hier noch was anbrennen? Ich glaube nicht, aber im Volleyball ist alles möglich. Ich habe ja gerade Ihnen das Beispiel nochmal in Erinnerung gerufen, der Peruanerinnen in Seoul, als sie 2-0 führten im Endspiel gegen Russland und dann doch noch 3-2 verloren. Genießen wir noch einmal diese Angriffsaktion durch die Mitte von Susi Lahme. Ball allerdings noch heiß, bleibt hängen im Doppelblock und wieder ist Susi Lahme dran beteiligt, zusammen mit Grit Naumann, die beiden, die ja hier ihre zweiten Olympischen Spiele erleben. Sie hatten ein bisschen gejammert, die deutschen Volleyballerinnen, dass sie die Halle vorher nicht sehen konnten. Keine Trainingsmöglichkeit für Siegfried Köhler und seine Damen hier. Sie mussten in kleinen Schulturnhallen trainieren und einmal durften sie in Atlanta im großen Omni-Kolosseum ans Netz, aber nicht hier in Essens. Sie haben die Halle also heute zum ersten Mal gesehen, aber das reicht offensichtlich gegen den Gegner Peru. 2-0 Satzführung. Und wenn Sie interessiert sind an Statistiken, an Attack, Blocks und Dicks, also wer am besten attackiert, blockiert und wer am besten in der Feldabwehr war, dann sehen Sie die deutschen Werte allesamt höher als die Werte des Gegners aus Peru. Jeweils 2 Asse wurden geschlagen. Und doch zählt unterm Strich nur, wer am Ende dieses Spiel gewinnt. Ja, nicht wiederzuerkennen, die deutsche Mannschaft. Es freut mich, dass vor allen Dingen auch Grit Naumann und Nancy Seelis ihre Form wieder zurückgefunden haben. Sie spielten ohne Selbstvertrauen gegen Russland und spielen mit ihrer gewohnten Klasse jetzt gegen Peru. Vor allen Dingen auch Christina Schulz als Mittelblockerin wieder dabei. Sie war ja gegen Russland ersetzt worden durch die 19-jährige Schwerinerin Hanka Pachale, die mir aber ein bisschen überfordert noch wirkte, die mit ihrer Schlagstärke nicht durchkam. Heute haben sie sich wieder gefunden, treten auch als Mannschaft auf. Sie kommen zusammen, motivieren sich im Kreis. All das, was wir gegen Russland vermisst hatten. Auf geht's in den dritten Satz mit Ines Pianka bei der Aufgabe und die kommt sofort richtig klasse rüber. Da kann überhaupt nichts passieren. Sie konnten ihr Spiel nicht aufbauen, die Peruaner, und deshalb hatte der deutsche Block auch keine Probleme. Ines Pianka, eine der stärkeren Aufschlägerinnen. Wir sehen zwar keine Sprungaufgaben, aber die sollte man auch nur machen, wenn man sie hundertprozentig beherrscht. Ansonsten lieber gefährliche Flatteraufgaben aus dem Stand. Auch Perus Linkshänderin kommt kaum mehr durch vorne am Netz. Milagros Camere. Oder Milagros Moy, die Sie hier gerade im Bild sehen. Auch nur 1,73 klein. Möchte gerne mal als Profi in Italien ihr Geld verdienen, aber da muss sie kräftemäßig und leistungsmäßig doch noch gewaltig zulegen, bis die italienischen Spione auf sie aufmerksam werden. Sara Hocha, Mittelblockerin. Es ist auffällig in den Biografien der Peruanerinnen, wie spät sie eigentlich mit ihrem Sport angefangen haben. Viele erst mit 14, 15 Jahren, das ist natürlich eigentlich zu spät. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie erst 19 oder 20 sind. Es sind also wirklich noch Anfängerinnen in Sachen Volleyball. Hier sehen wir mal ganz kurz eingeblendet das Knie, das dicke und dick bandagierte linke Knie von Silvia Roll. Nancy Seelis beim USC Münster. Sie hat verlängert, wird auch im kommenden Jahr dort spielen. Vorher war sie ja in Italien, spielte bei Agrigento. Und Susi Lahme im Einerblock. Zwei zu zwei im dritten Satz.
Das kann mal passieren, dass man eine Aufgabe verschlägt, ins Netz oder ins Seiten aus. Das sind Aufzeichnungen des deutschen Co-Trainers Ilevan. Der für seinen Chef, in Anführungszeichen Siegfried Köhler, fleißig Aufzeichnungen macht. Sie machen ja nach jedem Spiel lange, lange Hausaufgaben, werten genau aus, was die Damen gebracht haben und was man noch verbessern kann. Hier ist Bianca, Silvia Roll und sie kommt durch. Sollte Familie Roll in Deutschland am Fernsehen zuschauen, wird es sie freuen zu sehen, dass ihre Tochter bzw. ihre Schwester durchhält, auf die Zähne beißt und mitspielt. Silvia Roll hat ja drei Geschwister, unter anderem einen Zwillingsbruder, Andreas. Ich glaube nicht, dass sie alle hier in Atlanta sind, aber volleyballverrückt sind sie auf jeden Fall alle und das meine ich nicht negativ, sondern ausschließlich positiv. Technical Timeout, das ist wieder die berühmte technische Auszeit. 5:2 für Deutschland, das riecht nach einem klaren 3:0 Erfolg. Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, aber die Peruanerinnen wirken überfordert. Und das würde dem deutschen Team die Perspektive, in die nächste Runde vorzudringen, doch wieder planmäßig öffnen, ebnen den Weg. Sie haben das nächste Spiel am Mittwoch gegen Kanada. Und diese Mannschaft, ich möchte ja nicht zu nahe treten, aber haben sie schon zweimal in der Vorbereitung geschlagen. Die müssten sie am Mittwoch wirklich im Sack haben. Unsere Tanja in Atlanta steht dort drauf. Damit kann nur Tanja Hart gemeint sein, die zweite Zuspielerin im Kader der deutschen Mannschaft, die gegen Russland kurz zum Einsatz kam, bis heute aber nicht. Ich denke auch nicht, dass Siegfried Köhler hier eingreift und seine erste Zuspielerin Ines Bianca herunternimmt. Da gibt es keinen Grund, genauso wenig wie Christina Schulz. Sie wird auch durchspielen heute. Das ist eine homogene Einheit, die sich hier präsentiert und mit viel Zuversicht spielt. Susi Lahme mit der Nummer 1. Sie ist die Nummer 1 im deutschen Volleyball. Ja, sie sind ganz schön leise geworden, die peruanischen Fans. Christina Schulz. Und Susi Lahme. Sie haben es vielleicht gesehen, die Einblendung stand nur kurz, aber es stand immer noch als Wohnort Residencia Matera, Italien. Das ist nicht mehr aktuell. Sie hat ihre Zelte abgebrochen in Süditalien. Hat ihr Apartment geräumt, weil sie ja, wie gesagt, umziehen wird nach Brasilien. Und auch das hatte ich angekündigt. Ines Bianca, die Zuspielerin, stark im Block, hier sogar im Einerblock. Ja, da sind doch jetzt auch Abstimmungsprobleme auf der peruanischen Spielfeldhälfte. Stehen sich gegenseitig im Weg, fallen beinahe übereinander. Haben Sie das gesehen? Und gehört vor allen Dingen. Als der Ball in der Luft war, da rief sie, Susi Lahme, ich. Sie wollte den Ball haben, täuscht einen Angriffsschlag vor und was macht sie?
Sie lobt und trickst die Peruaner aus. Der Griff zum Knopf des koreanischen Trainers heißt Auszeit. Er will sich das so nicht länger mit angucken. 8:3 für Deutschland im dritten Satz. Den Peruanern bleibt nur noch wenig Zeit, sich was einfallen zu lassen, wie man dem deutschen Team hier Paroli bieten will, um das Spiel nochmal umzubiegen. Die ganz große Stimmung sicherlich nicht in der Halle, dafür ist das Spiel auch nicht spektakulär genug, aber man muss in dieser Vorrunde einfach auch daran denken, dass es erstmal darum geht, sich zu qualifizieren, weiterzumachen. Und ich sehe sich doch Susi Lahme freut über ihren Bauerntrick da vorhin. Und das ist wichtig, zu rufen, den Ball anzufordern, zu verlangen, lasst mir das Ding. Schade. Netz berührt, was natürlich nicht erlaubt ist. Ich wollte gerade die Feldabwehr von Susi Lahme rühmen. Aber das hilft nichts, wenn eine Teamkollegin vorne ins Netz greift. Wieder steht der Block. Leider im Aus der Ball, aber der Block stand. Milagros Contreras. Namen wie Schall und Rauch bei den Peruanerinnen. Sie sind uns noch nicht geläufig. Sie müssen sich den Namen erst noch machen. Die mit den großen Namen sind alle zurückgetreten bzw. sind vom Trainer nicht mehr berücksichtigt für diese Auswahl, für dieses Turnier hier in Atlanta. Ball im Aus. Milagros Camere wirkt etwas resigniert. Nun kommt Iris Falcón zurück, die Außenangreiferin aus Lima. Wieder Abstimmungsprobleme. Wer soll den Ball nehmen? Eigentlich funktionierte die Blocksicherung mit Nancy Seeles und Grit Naumann. Sie hatten sich nur gegenseitig etwas behindert. Schade eigentlich, aber das kann passieren, vor allen Dingen, wenn man so deutlich führt. Nun kommt es zu einer Auswechslung. Hanka Pachale kommt für Silvia Roll. Die beiden Teamkameradinnen aus Schwerte. Das ist richtig, bei diesem Spielstand Silvia Roll mit ihrem kaputten Knie zu schonen. Und Hanka Pachale ist ja nun wirklich kein schlechter Ersatz. Ganz im Gegenteil, ihr steht die Zukunft offen. 19 Jahre ist sie jung und Siegfried Köhler prophezeit ihr eine ganz, ganz große Karriere. Sie bringt alles mit, was man mitbringen sollte. Eine solide Grundausbildung, hat mit 7 Jahren angefangen, diesen Sport zu erlernen. Sie ist groß, sie ist 1,90 Meter groß. Auch das eine ideale Voraussetzung für den Sport. Und sie ist ehrgeizig. 10:3, technische Auszeit Nummer 2. Sie sehen es vom Ergebnis her, eine Steigerung in jedem Satz. Für mich der überzeugendste Part im deutschen Team ist der Block, der gegen die starken Russinnen überhaupt nicht richtig gestanden hat, kaum gepunktet hat. Hier steht er sehr gut gegen die kleineren Peruanerinnen. Und wenn dann Susi Lahme, wie hier zum Beispiel, und Nancy Seeles auf den Außenpositionen mit Grit Naumann, wenn sie durchkommen mit ihren Angriffsschlägen, gibt es keine Probleme.
Tja, der Regisseur und Kameramann, die beiden scheinen ganz verliebt zu sein in Susi Lahme. Zeigen sie uns immer wieder groß. Sag ich doch. Ball im Aus. Noch ein Punkt. Tja, das kann jetzt ruckzuck gehen. 2-3 Minuten und das Spiel kann vorbei sein. 12-3 Führung bei eigenem Aufschlag. Da brennt nichts mehr an. Schön anzuschauen, diese langen Ballwechsel. Obwohl ja jedem klar sein muss, je länger ein Ballwechsel, desto schlechter ist das Spiel eigentlich. Denn wenn man hart schlägt und wenn man präzise schlägt in die Lücken, die sich bieten in der Spielhälfte des Gegners, dann darf so ein Ballwechsel eigentlich gar nicht zustande kommen. Aber wir freuen uns trotzdem immer wieder drauf, weil es spektakulär aussieht und weil es die Zuschauer hier zu Beifall animiert. Yulisa Zamudio, eine abergläubische Spielerin, die sich jedes Mal, bevor sie aufs Feld kommt, bekreuzigt. Angeblich hat sie seit Jahren nie vergessen. Hinten gestellt und vollendet durch Susi Lahme. Tja, es klappt alles. Kein Grund, in irgendeiner Form Kritik zu üben. Ganz im Gegenteil. Niederlage gegen Russland gut verdaut. 14-3. Matchball und Aufgabe durch Grit Naumann. Abgewehrt. Der erste Matchball durch Iris Falcon. Aufgabewechsel. Gute Ausgangsposition, sich das Aufgaberecht zurückzuholen. Da ist es passiert mit einer schönen Kombination. Über Ines Bianca auf Christina Schulz. Tausendmal probiert. Und oft funktioniert es auch. 14-3, zweiter Matchball. Jetzt der Block. Feldabwehr, gut. Und Susi Lahme hat es auf der Hand. Ihr würde ich es auch gönnen. Ball immer aus, da ist es passiert. Die deutsche Mannschaft gewinnt gegen Peru, gegen eine schwache peruanische Mannschaft, muss man sagen, ohne die Leistung der Deutschen nun herabwürdigen zu wollen. Ganz im Gegenteil. Erstaunlich die Leistungssteigerung. Innerhalb weniger Tage haben sie die Vorstellung gegen Russland weggesteckt, haben jetzt die Chance mit einem Sieg am Mittwoch in Atlanta im Omni Colosseum mit einem Sieg über Kanada ins Viertelfinale einzuziehen. Das heißt, unter die besten 8. Und das war ja auch das gesteckte Ziel zunächst einmal von Siegfried Köhler. Nochmal. Susi Lahme gut abgewehrt. Ball kommt noch einmal zurück. Aber leider zu lang aus Sicht der Peruanerinnen. Hier nochmal ein bisschen was für Statistikfreaks. 3-0 gewinnt die deutsche Mannschaft. Schön für uns. Schade eigentlich, dass die deutschen Männer nicht mit dabei sein können in Atlanta. Denn eins steht fest, ob man hier gewinnt oder verliert, das spielt zunächst einmal nicht so die große Rolle, aber dass man dabei ist, dass man lernt, dass man sieht, wie sich der Sport weiterentwickelt, was andere Mannschaften machen von Jahr zu Jahr, beispielsweise die starken Jugoslawen, die gestern die Russen geschlagen haben. All das muss man eigentlich vor Ort erleben, wenn man denn mitspielen will im Konzert der Großen. Die deutschen Damen sind noch dabei, morgen greifen auch die Beachvolleyballer ins Geschehen ein. Jetzt habe ich schon fast einen Knoten in der Zunge und deshalb gebe ich ganz schnell zurück ins Dreisatzstudio zu Sabine Hartl. Sony präsentiert die Olympischen Sommerspiele in Dreisat. Ja, danke schön, Ludwig. Das konnten wir ja alle ganz entspannt beobachten, dieses Spiel. Und nebenbei habe ich mich ein bisschen durchs Agenturmaterial gefressen. Und da stellt sich doch die Frage, wo ist Izzy, das Maskottchen, sei seit der Begrüßung am Flughafen bei den Athleten nicht mehr gesehen worden. Hier ist er.
fragen Sie mich nicht, warum er die Wäscheklammer auf der Nase hat. Also an mir liegt's nicht, da habe ich keinerlei Erklärung für. Aber naja, gut, macht ja nichts. Was sein muss, muss sein. Ja, ansonsten sollten wir uns mal rasch wieder ins Bild setzen, was so drumherum außerhalb der Ballsportarten passiert ist. Drum hier der Nachrichtenüberblick mit Michael Antwerpes. Halbzeit, wenn man so will, am dritten Wettkampftag. 6 von 12 Entscheidungen sind gefallen und die erste Medaille für das deutsche Olympiateam ist bereits unter Dach und Fach. Spielen.